Ich habe leider fast keine Ahnung von Minecraft. Ich habe früher keinen PC gehabt und habe das Spiel so gut wie gar nicht gespielt. Doch jetzt gibt es einen offiziellen Guide von Minecraft, den ich mir gekauft habe. Und dort drin enthalten, auf über 100 Seiten, ist auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wie weit uns diese Anleitung als Anfänger bringen wird, werden wir heute sehen. Und wollen im besten Fall natürlich das ganze Spiel durchspielen, bis hin zum Enderdrachen. Und wie weit wir damit kommen werden, werden wir heute rausfinden. Und damit sind wir mittendrin in einer Wüste gelandet. Oh je, okay. Schritt 1 ist nämlich, suche einen Baum und schlage 4 mal darauf ein, um Baumstämme zu halten. Ne, 4 Baumstämme sollen wir erhalten, so rum. So, das Problem ist schon mal, wir haben hier keine Bäume, hä? Das ist kacke, das heißt, da oben sind Bäume, sehr geil. Und da sind wir, Baum Nummer 1, wir nehmen uns mal den hier vor, okay. Schlage mit deinen Fäusten darauf ein und dann halten wir 4, okay, das dauert, 4 Baumstämme. 1, 2, 3 und Nummer 4. So, wunderbar, okay. Okay, Inventar öffnen, ich glaube I, nein, shit, E. E, okay, sehr gut. Okay, aus 4 Baumstämmen können wir 16 Bretter machen. Okay, einmal, zweimal, dreimal, ja, sehr geil, 16 Bretter, hat funktioniert, auch Schritt Nummer 2, sehr geil. Aus 4 Brettern wird jeweils eine, nee, was ist das denn, das Eisenschalter? Okay, jetzt bin ich schon überfordert, ich glaube, wir können die aufsplitten, ne? Okay, wir können hier so, okay, wir legen hier so, ich weiß nicht genau, wie man das macht, mal so. So, jetzt hier, aus 4 Brettern wird nämlich einmal, was ist denn das? Eine Werkbank, sehr, sehr geil, Schritt Nummer 3 auch geschafft. Okay, das ist, glaube ich, schon mal wichtig für den Anfang hier. Okay, die Werkbank müssen wir einmal vor uns platzieren. Wie machen wir das? Ich denke mal, rein logisch gesehen, ins Inventar rein und, hey, ich habe auch wieder alles vergessen, ne? Die Werkbank einmal vor uns platziert und jetzt können wir anfangen zu bauen. Okay, aus 4 Brettern werden 8 Stöcke. Wie geht das jetzt? So vielleicht, zack. Hier. Hä? Was habe ich jetzt? Ich habe 16 Stöcke gemacht. Okay, das habe ich jetzt gar nicht gewollt. Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden. Egal, wir haben 16 Stöcke. Das ist jetzt auch gut, hoffe ich. Und damit geht es jetzt hier einmal an die ersten Gegenstände. Ich weiß jetzt nicht, wie genau kann ich das besser machen? Ich bin... Also das dauert echt ewig. Okay, zack. Nummer 1 ist eine Holzspitzhacke. Sehr, sehr geil. Die geht direkt ins Inventar rein. So, und jetzt habe ich schon leider keine, keine Bretter mehr. Deswegen muss ich mir erstmal welche holen wieder. Perfekt. Oh, ich verstehe jetzt so genau... Ah, mit dem Linksklick können wir das ganz besser hinkriegen. Okay, jetzt. Sehr, sehr geil. Wir sehen es hier. Wir kriegen als nächstes die Holzaxt und ein Gegenstand sollen wir noch machen im sechsten Schritt. Und zwar unsere allererste Waffe. Okay, so müsste das Ganze funktionieren. Wir haben ein Holzschwert. Ja, und damit, die switche ich mit dem... Genau, hier sehen wir es nochmal. Damit haben wir auch die erste Waffe natürlich schon mal und sind schon mal, ja, ganz gut ausgerüstet für den Anfang. Schritt Nummer 7. Fälle mit deinem Axt Bäume und bau dir ein simples Haus. Was ist denn das für ein Kackschritt als Anfänger? Okay, 15 Bretter haben wir jetzt und ich würde sagen, hier ist so eine schöne Anhöhe. Was ist denn da hinten eigentlich, hä? Das sieht geil aus. Ich weiß nicht, was das da hinten ist, aber ich glaube, hier ist eine sehr schöne Anhöhe, ne? Wir haben hier auch ein bisschen Platz und die Frage ist jetzt, wie genau, am besten mit der Axt, mit der Spitzhacke. Ja, sehr, sehr schön, okay. Dann sammle ich jetzt mal hier ein bisschen was ein und wir sehen uns gleich wieder, was ich so gebaut habe oder was ich da so hinkriege. Okay, Keramik ist das Ganze. Ich glaube, es wird auch langsam dunkel, kann es sein? Es wirkt zumindest ein bisschen so. Okay, wir sollten uns beeilen. Ich platziere hier ein paar Blöcke hin und ihr seht gleich, ja, wie das Ganze aussieht, ne? Hacke, Leute, es wird dunkel. Es wird echt dunkel, shit. Mein Haus ist bei weitem noch nicht fertig. Schnell, 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 schnell. Okay, eigentlich relativ simpel. Zweite Reihe schnell. Oh mein Gott, da rührt mich. Ich glaube, das Spiel ist darauf nicht vorbereitet, dass man so langsam ist. Okay, also ich würde sagen, es ist jetzt wirklich dumm. Ich komme auch nicht hoch. Mann, was soll ich jetzt machen? Oh Gott, oh Gott. Alter, nee. Nee, das ist jetzt ein Witz, ne? Alter, das ist so ein Witz. Was soll ich machen? Ich bin darauf absolut nicht vorbereitet. Kann ich ihn killen? Kann ich ihn killen? Okay, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh nee, das ist ein Creeper, das weiß ich. Der kann explodieren. Wir müssen weg. Wir müssen ganz schnell weg. Nein, nein, nein. Das ist überall. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist doch ein Witz. Ich bin ein Anfänger. Was soll ich machen? Da steht nichts im Buch drin. Okay, Leute. Eine Nacht dauert 10 Minuten, habe ich gerade erfahren. Keine Ahnung, wie ich es überleben soll. Was ist das denn? Hä? Oh, was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Keine Chance. Das ist ein Spinnenvieh. Gut. So, basically ist mein komplettes Inventar weg, ne? Geil. Mein Inventar! Mein Inventar! Oh mein Gott, nein. Da haben wir es wieder. Und es ist Tag. Oh mein Gott. Okay, ey, ich habe die erste Nacht, so wie es aussieht, überstanden. Wir müssen zuallererst das Haus fertig bauen und müssen dringend, dringend hier vorankommen. Okay, wichtigster Schritt ist auf jeden Fall, es ist so dumm, ne? Dass wir unser Haus fertig kriegen und man kann ein Bett bauen, soweit ich weiß, um zu skippen. Auf geht's. Okay, Leute, ey, mein Haus ist fertig. Ich hoffe, man kann es so nennen, aber ich meine, wir können reinlaufen und das sollte passen. Es ist mein super simples Haus. Jetzt brauchen wir als nächsten Schritt eine Tür für unser Haus. Dafür brauchen wir Bretter, also, ja, hole ich mir die mal schnell. Okay, Leute, ich weiß nicht, warum, es klappt nicht. Ich habe 6 Bretter. So? So? Ja, ja. Geil, okay. Okay, das müsste es hoffentlich klappen. Können wir dann eigentlich schon mal, sind wir damit schon mal safe? Ich weiß es nicht, aber ja, das sieht nice aus. Kommen wir rein? So. Okay, wir jetzt, oh, ja, wichtig. Nächster Schritt, wir brauchen eine gut sichtbare Landmarke. Das ist Schritt Nummer 8 jetzt inzwischen. Dafür bauen wir erstmal hier ein bisschen vielleicht wieder ab und ja gut, wir brauchen vielleicht gleich wieder eine neue Axt, aber Hauptsache, wir haben hier was. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir, das sieht geil aus. Wir müssen hier einfach ein bisschen hochbauen. Dann machen wir die 10 Blöcke.
Nee, ist Fallschaden? Nee, oder? Oh. Egal, wir müssen einfach hier so eine Dings hinbauen, ne? Dass wir das wiederfinden können. Geil los. Schritt 10. Finde Schafe und erlege sie mit deinem Schwert. Wir haben kein Schwert mehr, merke ich gerade. Kacke. Hier, da ist noch Holz, da ist noch Holz. So, da haben wir unser Schwert wieder und am besten direkt noch eine Spitzhacke, eine neue. So, ihr seht, vom Tempo geht das Ganze schon deutlich besser und damit haben wir... Ja, das soll erstmal reichen, sehr gut. So, wo finde ich Schafe? Die sind unter so einem Baum eingezeichnet. Also wenn wir hier einmal über das ganze Land blicken, das sieht absolut nicht nach Schafen aus. Ich denke, hier in die Richtung müssen wir noch am ehesten gehen. Wir dürfen hier nur nicht unser Haus hier verlieren, ne? Wow, okay. Was? Okay, da wollen wir auf jeden Fall nicht runterfallen. Aber ich sehe hier weiter nicht, wo ich hier irgendwo Schafe finden sollte. Hä? Da drüben. Da hinten sieht es grün aus, aber wenn es zu regnen. Ich weiß halt nicht, wie soll ich denn da hinkommen? Okay, der Mond ist da. Wir müssen definitiv in unser Haus zurück. Und ich hoffe, wir überstehen das. So, so geht das Ganze jetzt hier rein einfach und zu. Sind wir jetzt safe in dem Haus für die Nacht? Ich trinke einfach einen Schluck Kaffee. Hab ein bisschen Kopfweh, ist ein bisschen anstrengend für mich. Und dann sehen wir es hoffentlich gleich wieder. Leute, die Sonne geht auf. Die Nacht ist überstanden. Ich glaube, wir können wieder raus. Ich hoffe es. Ich hör ein Schaf, oder? Nee, das ist ein Creeper da unten. Okay, aber... Nein, nein. Okay, ich weiß nicht, ob wir jetzt zu früh sind, aber hier sind auf jeden Fall noch einige Viecher. Die müssen doch jetzt eigentlich alle sterben, oder? Ich check's gerade gar nicht. Wieso sind die nicht alle zu... Ich geh nochmal zurück ins Haus. So, jetzt aber. Ja, okay, ich glaube, die sind weg. Okay, Leute. Na, nein, da ist... Digga, gehen die nicht weg? Egal. Kacke, das hat nicht gestoppt. Oh mein Gott, Sekunde. Ich bin ertrunken. Warum das denn? Kacke, Leute, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich bin. Leute, wir sind in einer neuen Region. Ich habe jetzt aber gar keine Ausrüstung mehr. Und hier ist auch kein einziges Tier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin echt am Verzweifeln. Das ist ein Schwein. Ich brauche Waffe. Ich brauche ganz schnell meine Waffe wieder. Ich hab's. Ich hab mein Schwert. Leute, da ist ein Schwein. Komm, erstmal das Schwein killen. Ja, okay. Schon mal Fleisch. Das ist sehr gut. Alter, das ging aber relativ schnell jetzt. Ich hab's relativ gut hinbekommen. Problem ist, wir brauchen ein Schaf. Da hinten, da ist ein Küken, Huhn, was auch immer. Keine Ahnung. Okay. Das holen wir jetzt erstmal. Haben wir auch schon mal. Sehr, sehr geil. Aber brauchen ein Schaf. Da ist ein Schaf. Ich fasse es nicht. Endlich. Okay. Komm. Ja. Jetzt müsste es eigentlich Wolle droppen. Da ist gar nichts. Oder geht das? Doch. Weiße Wolle. Wir brauchen mehr. Leute. Schaf Nummer 2. Ich hoffe, unterschiedliche Wolle geht fit. Und da unten. Da unten ist das finale Schaf, Leute. Ich fasse es nicht. Okay. Da ist noch eins. Und noch das haben wir. Wir haben jetzt dreimal weiße Wolle. Das muss ausreichen. Problem ist, es ist Nacht. Kacke. Und mein komplettes Inventar ist weg. Und ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt zurückkommen sollen. Okay, Leute. Ich glaube, es ist offiziell Nacht. Ich weiß, ich habe halt null Ahnung, wo wir sind. Das ist das Problem. Ich habe wirklich null Ahnung. Es ist komplett dunkel. Das gibt's nicht. Nein. Ein halbes Herz noch. Ich bin gestorben. Bin ich denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Wir sind etwa 3 Stunden später. Es wird Nacht und ihr seht, wir haben die Wolle. Endlich zusammen. Ey, ich kann es nicht fassen. Und wir haben ein Dorf gefunden. Das bedeutet, ich werde hier einfach eiskalt jetzt hier, das Haus aus. Was ist das? Ah, interessant. Okay, noch ist es ziemlich spät. Ich hoffe, wir können das noch schaffen. Haben wir was im Inventar sonst noch? Ja. Und für unser Bett benötigen wir jetzt einmal 3x Bretter, 3x weiße Wolle und ich weiß es nicht, es klappt. Wir haben ein Bett. Ja. Können wir das hier hin platzieren? Bitte. Ich weiß nicht, ob es Platz hier... Ja, es ist irgendwie... Es ist jetzt sehr, sehr random platziert, aber ist mir egal. Okay, es funktioniert irgendwie nicht. Was muss ich machen? Anklicken? Ja, das ist zu weit weg. Jetzt. Kannst nicht schlafen, das ist ein Monster. Jetzt. Finally. Leute, das ist Schritt 13. Schlafe bis zum nächsten Morgen. Ja. Nein, ich habe ohne Witz, ich habe eine Kopfschmerztablette nehmen müssen. Also eine Schmerztablette wegen Kopfschmerzen. Mir war kotzübel. Ich habe 2 Stunden gebraucht. Werdet ihr das wahrscheinlich gar nicht gesehen haben, weil es meist rausgeschnitten wird. Aber ich bin... die brennen. Ich bin einfach so gerade... Ich bin so happy gerade. Oh mein Gott. Ey. Wahnsinn. Ja, damit können wir die nächste Seite umblättern. Jetzt wäre ich eigentlich offiziell an Tag 2. Es ist ein Witz. Ich bin seit 3 Stunden hier dran. Okay, wir sollen jetzt nach einem Hügel ausschauen. Also halte nach einem Hügel Ausschau und wir sollen Kohle sammeln tatsächlich. Das heißt, ja, wir haben natürlich auf dem Weg wieder alles verloren. Das bedeutet, wir machen das... Ist hier ein Monster? Ja, ich höre zu. So, wir brauchen nämlich einmal die volle Ausstattung, sehe ich gerade. Das heißt, auf jeden Fall, wie mache ich das? Jetzt hier, genau, eine Holzspitzhacke. Dann natürlich die Holzaxt. Und ganz wichtig, unser Schwert. Sehr, sehr nice. So, und damit können wir eigentlich aufbrechen. Eine Sache ist allerdings noch wichtig. So, und zwar brauchen wir wieder unseren alten Turm, dass wir auch unser Haus finden. Gut, wobei, eigentlich kann man das echt nicht übersehen, oder? Also das sollte man eigentlich jetzt wirklich nicht übersehen können. Das ist eigentlich jetzt wirklich gut. Da hinten ist ein Hügel, da laufen wir jetzt hin und dann sehen wir uns gleich wieder. Da sollen wir Kohle finden. So, da sehen wir das Ganze. Ich hoffe mal, dass es auch funktionieren wird. Also, wir haben hier eine große Steinwand. Es müsste ja eigentlich passen. Ja, wir legen los. Okay, wir kriegen nur Stein. Da ist keine Kohle. Da ist aber Kohle Ich muss wahrscheinlich erst Kohle finden, oder? Leute, da oben ist Kohle. Da ist noch was anderes sogar. Okay, was ist das jetzt hier? Können wir das auch abbauen? Oder geht meine... Oh, ich glaube, meine Axt geht da auch ziemlich kaputt. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber ich will zumindest eins mit diesen Dingern abbauen. Okay, was ist das? Da ist Kohle. Das ist auf jeden Fall Kohle. Das ist safe Kohle. Okay, Leute, let's go.
Der erste Block, okay, egal. Und auch direkt der zweite Block. Zweimal Kohle. Weiß halt nicht, wie viel Kohle wir brauchen. Okay, ich habe jetzt auch einen Block davon eingesammelt. Was ist denn das? Ihr seht man nicht. Oh, okay, die Axt ist kaputt. Okay, okay. Wir müssen jetzt aber wirklich zurück. Wir sehen das Dorf. Oh nein. Oh nein. Okay, alles gut. Wir haben 19 Kohle eingesammelt. Ich dachte mir lieber mehr als zu wenig. Und mal schauen, wie es weitergeht. Oh, kacke, wir müssen was essen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Oh, wie laut. Hilfe. So, damit sollten wir erstmal wieder genug Leben oder Nahrung wahrscheinlich haben, ne? Ja, und wie ihr seht, das war sogar relativ knapp. Die Sonne ist schon fast unten. Wir erreichen gerade noch so das... oh, kacke, das ist noch nicht erreicht. Okay, wir müssen uns jetzt echt beeilen. Ja, die Sonne ist weg und ich bin nicht... ich habe mich ein bisschen verschätzt. So, da sehen wir zum Glück unsere Markierung. Also, ich muss ehrlich sagen, als Anfänger ist das wirklich echt hilfreich, weil viele haben mich ausgelacht im Stream dafür. Okay, hier ist noch kein Monster, sehr gut. Okay, auf geht's. Tür auf. Tür zu. Nice. Ey, was macht der denn jetzt? Lol, wir können mit dem auch handeln. Wie geil. Nice. Und damit haben wir es... Nee, hä? Wieso? Also, es ist nicht Tag. Jetzt, aber muss warten. Und damit haben wir einen neuen Tag erreicht. Und an der Stelle, wir brauchen noch eine Truhe. Das steht zwar nicht in der Anleitung drin, aber es ist halt eine eingezeichnet, sehe ich gerade. Da sehen wir es. Truhe, dafür brauchen wir deutlich mehr Bretter, also Holz. Okay. Junge, was ist da jetzt ein Creep? Kann man den angreifen oder ist das dumm? Okay, wir haben gekillt sogar. Okay, nice. Also, relativ simpel. Ich hole mir kurz Holz und dann holen wir uns die Truhe und... Boah, dann sind wir echt gut dabei. So, Truhe, zack. Haben wir. Sehr, sehr geil. Mit einer Truhe können wir logischerweise Sachen lagern. Das heißt, wir müssen uns enorm helfen. Dann packen wir die Truhe so einfach hier in die Ecke. Zack. Und dann lagern wir da jetzt unsere Sachen rein. Also vor allem die Kohle lassen wir natürlich erstmal drin. Und halt ein bisschen was zu essen auch ins Inventar, würde ich sagen, ja. Dazu haben wir auch schon Leder und Rindfleisch. Ja, was ist das denn? Rosenstrauch. Ja, moin. Wir sind bereit für den nächsten Schritt. Wir müssen einen Ofen und Steinwerkzeuge herstellen. Geht ja eigentlich ziemlich simpel. Ich muss Ofen suchen. Ah, nicht herstellbar. Okay, Ofen. Wir brauchen Bruchstein. Den haben wir gerade eben gehabt. Relativ simpel. Das heißt, wir holen uns unseren Bruchstein. Und jetzt kann es, glaube ich, echt gut vorangehen. Passt auf. So, ein Ofen. Ja, das geht ja jetzt übel simpel, wenn ich das einfach suche. Das hilft mir gerade übertrieben. Und dann packen wir den Ofen. Ich weiß, es ist echt eng, aber besser als nichts. Dann haben wir hier noch den Ofen einfach. Und jetzt können wir nämlich Steinwerkzeuge herstellen, steht da. Okay, als erstes sollen wir ein Schwert herstellen. Das müsste... Ja, wir haben ein Steinschwert. Das ist ein riesen Upgrade für uns. Mal schauen. Plus 5 Angriffsschaden. Plus 4. Ja, okay. Ja, ist trotzdem nice. Okay, als nächstes unsere Spitzhacke ist ja sowieso kaputt gegangen. Die können wir jetzt hier auch scheinbar upgraden. Zu einer Steinspitzhacke, sehr geil. Und natürlich, was nicht fehlen darf, ist unsere Steinaxt. Hä, das klappt. Das ist geil. Das heißt, im Steinaxt, wir haben jetzt alles, praktisch um eine Stufe geupgradet. Das ist übel geil für uns als Fortschritt. So, dann tauschen wir direkt nämlich unser Inventar einmal um. Hier schön das Schwert nach vorne. Dann machen wir das so. Und dann haben wir hier schon mal ein echt gutes Inventar. So, und jetzt kommt, warum auch immer, erst jetzt nämlich unsere Kohle zum Einsatz. Wir sehen hier den Ofen. Da kommt die Kohle jetzt rein als Brennstoff und Fleisch. Steht zwar Hammelfleisch, doch wir haben Hammelfleisch sogar. Sehr geil. Okay, so, das wartet ab. Und zack, haben wir gebratenes Hammelfleisch. Und soweit ich weiß, zumindest in allen Games, zum Beispiel Zelda oder sowas gespielt habe, ist gebratenes Fleisch besser. Das heißt, wir schauen mal gerade direkt und essen das erstmal. Ach so, die Essensleiste. Ich habe auf die Herzen geschaut. Die Herzen füllen sich jetzt automatisch. Ah, okay, so geht das Ganze. Sehr, sehr geil. Okay, das heißt, basically packen wir immer unser komplettes Essen hier rein, braten das und haben dann schon mal einen riesen Fortschritt. Ey, das ist echt schon mal... Jetzt kommen wir endlich voran. So, dann packen wir nämlich auch direkt das Fleisch hier rein. Wunderbar. Und wir haben auch direkt den nächsten Schritt erfüllt. Wir mussten nämlich das Fleisch essen. Auf die Idee wäre ich selber gekommen. Vielen Dank für den Schritt auf jeden Fall. Auch jetzt ist es spannend, denn jetzt beginnen wir mit der Landwirtschaft. Das bedeutet, ja gut, wir haben ja eigentlich hier schon so ein bisschen die Landwirtschaft für uns übernommen. Wir suchen jetzt nach Saatgut. Das bedeutet irgendwie, oh shit. Pilze, Kartoffeln sich abgebildet, so eine Möhre sich abgebildet und Zuckerrohr ist auch abgebildet. Sehr, sehr geil. Holen wir uns. So, das heißt hier, wir sammeln jetzt einmal hier einfach alles ein und ich will zumindest so 3-4 verschiedene Sachen schon mal finden. Oder sagen wir 3, die wir so vielleicht so anbauen können. Und hier auch zum ersten Mal unser Steinschwert. Ja, man merkt schon den Extraschaden auch direkt. Sehr geil. Hier ist es ein bisschen geklaut. Gilt das? Aber egal. So, zack. Okay, ey, ich muss aber auch irgendwie lernen. Dann, sogar eine Kartoffel, oder? Sehr nice. So, dann bauen wir hier einfach so ein bisschen das Feld hier von dem Typen ab und kommen einfach eine Seite und dann haben wir da was gefunden. Okay, jetzt sollen wir eine Wasserquelle und sollen hier eben Landwirtschaft betreiben. Dafür brauchen wir eine Hacke. Hacke? Nee. Eine Hacke, doch. Okay, eine Hacke ist relativ simpel. Zweimal Stein und zweimal Stock wird zu einer Steinhacke. Wunderbar. Ey, wir kommen so gut voran. Okay, also hier ist unser Haus. Dann lass doch vielleicht mal hinter dem Haus einfach anbauen. Hier. Da ist auch eine Menge Fläche. Das ist eigentlich wunderbar, um hier reinzustarten. Oh mein Gott. Man kriegt so leicht Fallschaden. Das ist echt ein Witz, ey. So, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier direkt gilt. Muss es jetzt direkt am Wasser sein? Also ich glaube, es muss direkt am Wasser sein, oder? Ich kann auch sein, dass ich jetzt lost bin, aber dann würde ich sagen, dann machen wir mal hier jetzt ein bisschen Platz. So, wir müssen es auch nicht übertreiben, aber so ein bisschen Platz brauchen wir auf jeden Fall. Okay, testen wir es. Also, wir müssen jetzt hier... Geht das so? Nee. Das hat nicht funktioniert. Dann platzieren wir hier wieder einen Block hin. Sekunde.
Oh, auf jeden Fall. So, ah, ja, jetzt hier. Mit der Spitzhacke nach rechts müssen wir klicken. Okay, wir übertreiben mal nicht und machen mal so ein... Ja, so ein Feld vielleicht, ne? Ja, sehr schön. Der eine Block hat leider nicht funktioniert, der Rest hat eigentlich sehr gut funktioniert. Okay, bringe jetzt dein Saatgut aus. Wir haben Zuckerrohr, wir haben Samen und Kartoffeln. Wie geht das jetzt? So? Ja, wunderbar. Sehr schön. Okay, machen wir, würde ich sagen, einfach eine Reihe hier oder... Sagen wir zwei... Hier sagen wir jeweils eine Reihe. Eine Reihe Kartoffeln, eine Reihe von diesen Samen und eine Reihe vom Zuckerrohr. Nee, es geht nicht. Okay, teilweise scheint der Boden irgendwie nicht zu funktionieren. Kann es sein? Dann machen wir hier außen nochmal. Okay, keine Ahnung, es geht irgendwie. Das ist schon ein Creeper. Kacke, müssen los, ganz schnell. Kacke, 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 Kacke. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, wie ist der reingekommen? Was ist das denn? Ich erschrecke mich auch so krank. Es ist unfassbar. Okay, sehr geil. Ein neuer Tag beginnt. Alter, ist schon wieder irgendwo ein Monster. Okay, wir essen erstmal, die Herzen müssen wieder gefüllt werden. Und jetzt ist es Zeit, in die Höhlen zu gehen. Denn der nächste Schritt ist, baue dir eine Fackel. Das bedeutet, wir brauchen einmal hier... Wir holen uns einfach mal hier ein bisschen Kohle raus, genau. Und dann müssen wir echt in der Lage sein. So, und mit Kohle und Stöcken soll das Ganze jetzt... Nö, es funktioniert nicht. Ach, es ist nur ein Stock. Ach so, okay, jetzt haben wir es. Eine Fackel, okay. Dann lass uns auch direkt mal einige machen. Hier vier Fackeln, nochmal vier Fackeln, nochmal vier. Alles sind jeweils vier. Dann mal so 20, sagen wir 30 Fackeln. So, zack. Sehr, sehr geil. Ich würde es vielleicht nicht direkt alle mitnehmen, lass mal so 16 mitnehmen und 16 lagern. Denn damit sind wir beim nächsten Schritt. Finde eine Höhle und baue Eisen ab. Und tatsächlich hatten wir doch schon Eisen da hinten gefunden. Eine Höhle finde ich jetzt eigentlich nicht... Oder wir suchen mal, lass uns mal nach einer Höhle. So, wenn ich das richtig sehe, ist da hinten eine fette, fette Höhle. Okay, da sind wir angekommen in der Höhle. Oh, wir haben wieder falscher Schaden bekommen, egal. Okay, wichtig, erstmal kurz Leben auffüllen. Nahrung. Okay, so wie es aussieht, müssen wir auf jeden Fall hier tiefer in die Höhle rein. Aber, Da, das ist, glaube ich, Eisenerz. Ich glaube, ja, und da ist auch Kohle nochmal. Dann holen wir jetzt erstmal hier nochmal die Kohle. So, einmal nochmal Kohle hier mitgenommen und dann lass am besten hier nochmal eine schöne Fackel hin platzieren. Das ist schon wieder Moos. Ich kotze, Alter. Wie soll ich denn hier... Hier ist nirgendwo irgendwas Brauchbares. Ja, das ist die letzte Fackel. Ich bin echt dumm, ich hätte mehr Fackeln mitnehmen sollen. Da! Nein, oder? Na, das ist, glaube ich, irgendwas anderes. Was ist denn das jetzt? Das ist Kupfer. Wir brauchen aber Eisenerz. Boah, ich bin hier so weit runtergefallen. Oh mein Gott, raus hier. Oh mein Gott. Nein, ich bin erschossen worden. Was ist denn jetzt passiert? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich wurde von einem Skelett... Okay, egal, ich muss erstmal pennen jetzt, glaube ich. Da liegt das Inventar. Oh mein Gott, wir haben so Glück gehabt. Ich fasse es nicht. Ey, ohne Witz, das ist so satisfying, dass wir das wiederfinden. Ich fasse es nicht. Wie viel Luck können wir haben? Das ist alles. Das ist einfach... Ich glaube, wir kriegen alles zurück. Okay, wichtig, sehr schön. Da, ich wusste es. Da haben wir von Eisen gefunden. Leute, ich glaube, wir haben es. Oh mein Gott, ich glaube... Also ich meine, klar, es ist keine Höhle, aber wir haben die Höhlen auch ausgenutzt mit den Fackeln und so. Also wir haben uns auch schön an die Anleitung gehalten. Ist das jetzt auch Eisenerz? Es sieht halt komplett so aus wie auf dem Bild. Ich glaube, mehr kriegen wir aber jetzt hier nicht raus. Wie viel ist denn das? Dreimal Roheisen. Dreimal, okay. Kriegen wir hier vielleicht zufällig noch mehr Eisen? Das wäre halt wichtig. Da! Ich wusste es. Das Eisen. Ich wusste es, Leute. Das ist nicht wahr. Das ist nur mal Eisen. Das ist, glaube ich, sogar mal richtig viel Eisen. Eventuell. Schaut es euch an. Das kriegen wir jetzt... Oh mein Gott, das ist so wichtig, Alter. Schaut euch das hier an. Ich glaube, gleich ist leider meine Hacke kaputt, aber ist mir völlig egal. Bis dahin haben wir so viel abgebaut. Schaut es euch an. Und zack, die ist kaputt, aber das ist völlig in Ordnung. Wir haben eigentlich jetzt alles hier abgebaut, was wir brauchen. Jetzt dürfen wir nur nicht runterfallen, am besten so Stück für Stück. Okay, wie viel Eisen haben wir? 22. Okay, das ist der Wahnsinn, das ist echt krass für uns. Und gerade rechtzeitig sind wir in unserem Haus zurück und legen uns erstmal hin. Oh, let's go. Denn damit sind wir jetzt in der Lage, Eisen zu verarbeiten. Also, lege das Eisen samt einem Brennstoff in den Ofen. Genau das werden wir machen. Erstmal hier einmal das Fleisch vielleicht rauspacken. Und jetzt hier, wir haben eine ganze Menge Roheisen rein in den Ofen. Und da sehen wir es schon. Das ist ein Meilenstein für uns. Zum ersten Mal Eisen. Wie viel kriegen wir da? Eins vielleicht aus jedem? Mal schauen. Okay, ein Eisen gleich ein Eisenbarren. Also ich denke es ja ganz gut, dass ich auch ordentlich Eisen mitgenommen habe. So, ihr seht schon, das Ganze dauert ein bisschen. Angst, drei Eisenbarren haben wir und die reichen uns tatsächlich auch schon aus. Wir können jetzt hier einmal an unsere Werkbank gehen. Okay, nee, ich habe einen Schritt übersprungen, nachdem wir das Eisen... Ich muss natürlich auch der Anleitung spielen. Nachdem wir das Eisen reingepackt haben, machen wir natürlich keine Werkzeuge, sondern wir gehen zum Feld und ernten unsere Früchte. Natürlich, macht Sinn. So, das heißt, hier haben wir unsere ganzen Sachen angepflanzt. Sind die überhaupt schon fertig? Ah, nee. Hä? Ist jetzt doof, oder? oder ist es jetzt gut? Die sind doch absolut nicht reif, oder? Nee, also der Schritt war vom Spiel Fail. Ich weiß nicht, was sie dachten, wie weit ich jetzt schon wäre. Aber ich kann jetzt hier auch gar nichts aussehen, sehe ich gerade irgendwie, ne? So, jetzt aber. Genau, sehr schön. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt sollten wir doch säen können, oder? Ja, sehr, sehr nice. Okay, ich hoffe, ich habe es verstanden. Ach, das Zuckerrohr können wir scheinbar nur hierhin platzieren. Ach so. So, die ganzen Kartoffeln nochmal.
Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig gemacht. Keine Ahnung, aber geerntet haben wir jetzt nicht optimal wie in der Aufgabe, aber wir haben ausgesät. So, denn jetzt unsere nächste Aufgabe. Oh, okay, erstmal müssen wir das Essen, sehe ich gerade. Das ist ganz, ganz wichtig. Sekunde. Wir müssen als nächstes zum Ofen nämlich zurückkehren und dort unsere Eisenbarren abholen. Wunderbar. 22. Okay, das ist geil. 22 Stück. Und gleichzeitig können wir auch wieder hier einfach unser Fleisch draufpacken. Sehr nice. Jetzt geht es aber endlich los. Aus den Eisenbarren können wir Werkzeuge fertigen. Und zwar als erstes eine Axt. Okay, relativ simpel. Das sollte klappen. Stöcke haben wir vielleicht ein paar zu wenig. Aber ja. Aber es funktioniert. Wir haben unsere erste Eisenaxt. Im Vergleich ist die nochmal ein Stückchen besser als unsere Axt bisher. Geil. Als nächstes haben wir ein Eisenschwert. Da freue ich mich eigentlich am meisten drüber. Zack. Let's go. Endlich können wir uns wehren. Eisenschwert immer wesentlich besser, oder? Ja, wieder eins mehr. Ja. Denn damit sind wir jetzt in der Lage, tatsächlich auch eine Eisenspitzhacke zu machen. Sehr geil. Das heißt, ein Werkzeug ist noch übrig. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Nee, so nicht. So, was ist das? Eine Schere. Ja, eine Schere. Wofür brauchen wir eine Schere? Steht da leider nicht, dummerweise. Oh Mann. Sekunde mal, da unten sind Schafe. Wir haben jetzt eine Schere. Kommen wir da unten überhaupt hin oder sterben? Egal, ich fahr einfach runter. Komm. Zack. Okay, jetzt mal aus Interesse. Müsste ich eigentlich gehen oder? Stopp mal, es ist Nacht. Es ist Nacht. Okay, neuer Try. Kommen wir da. Nee, wir kommen da gar nicht rein, oder? Ich kann es öffnen. So, jetzt. Zack. Hä? Was ist das? Ich bin gestorben. Du wurdest von Hexe mit Magie getötet? Ich habe jetzt keine Ahnung, warum wir jetzt hier angegriffen werden, aber diese. Greift die uns an? Wieso greift die uns denn an, die Dumme? Okay, wir wehren uns jetzt. Komm. Hä? Okay, wir haben es schon mal überlebt. Das ist das Wichtigste. Wir können jetzt auch hier nochmal eigentlich einiges einfach ernten. Aber ich kann es echt nicht fassen. Wir wurden schon mal. Hä? Woher kommen die? Warum? Hä? Trank der Heilung haben wir bekommen. Direktheilung. Okay, relativ simpel, ne? Zack. Und dann kriegen wir Wolle und dann kann das nachwachsen. Okay, macht Sinn. Nice. Okay, nächster Schritt. Wir müssen einige wichtige Gegenstände herstellen, die unsere Überlebenschancen steigern sollen. So zum Beispiel eigentlich ein Boot. Da brauchen wir noch eine Schaufel. Das ist gar nicht Haben die da das vielleicht geändert? Okay, dann würde ich gerne eine Schaufel. So, da haben wir unser Boot. Und zack. Geil. So, wie das Boot funktioniert, hat keiner erklärt, leider im Tutorial. Jetzt! Ach, wir können einfach draufklicken. Oh mein Gott, Alter. Die muss man halt auch erstmal kommen, ne? So, jetzt. Und dann können wir hier das Boot. Ja, okay, das ist schon cool. Wow. Hey, wir sind übel schnell. Das ist geil. Das ist übel geil. Ansonsten sollen wir uns auch eine Truhe bauen. Die haben wir ja schon gebaut. Die war auch eigentlich eingezeichnet, aber egal. Dann haben wir eine Schüssel. 4 Stück. Was kann ich mit einer Schüssel machen? Ich hätte es gesagt, man stellt die Schüssel. Das ist halt dumm. Es wird halt nirgends so erklärt. Eventuell auf den Ofen drauf? Nee. Okay, stopp. Ich habe eine Idee. Wir gehen zum Wasser und dann nutzen wir die Schüssel, um damit Wasser zu holen, oder? Das ist eigentlich das Sinnvollste, ne? Wenn man drüber nachdenkt. Also wir probieren es einfach mal testen. Ja, das tut sich überhaupt gar nichts. Das ist jetzt wohl ein Witz. Wofür soll ich das Ding benutzen dann? Keine Ahnung. Egal, wir haben auf jeden Fall eine Schüssel. Ansonsten sollen wir uns einen Zaun craften, heißt es, glaube ich, ne? Haben wir es? Ah, da. Wir haben auch schon einen abgebaut, sehe ich gerade. Ja, ist halt nicht schlecht, ne? Mit den Zäunen können wir. Ah, dann fixen wir den Zaun da unten einfach mal wieder. Zack. So, wir hatten hier eine Lücke und jetzt können wir einfach. Zack, zack. Wunderbar. Und es reicht aus und können hier wieder raus, wahrscheinlich, ne? Ja, nice. Und an der Stelle lässt uns einfach mal die Anleitung im Stich. Sie ist einfach zu Ende. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Schreibt mir uns gerne mal eure Tipps in die Kommentare, wenn ihr eine Fortsetzung auch sehen wollt. Vielleicht könnt ihr mir auch sonst weiterhelfen. Aber ich bin als Anfänger wirklich jetzt aufgeschmissen, muss ich ehrlicherweise sagen. Im Abspann seht ihr jetzt, wie ich das allererste Mal Minecraft gespielt habe. Das waren meine allerersten Versuche vor ungefähr so einem Jahr. Das meiste habe ich inzwischen vergessen, aber da habe ich schon mal eine kleine Let's Play-Reihe gestartet. Und zum anderen, habe ich Subway Surfers gespielt und habe versucht, einen Rekord mit unendlich Leben aufzustellen. Schaut also gerne vorbei. Und haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ey, das war viel Aufwand. Ciao.